Mein Kanal. 50 Videos über fast ein Jahr verteilt. Jedes Video enthält humorvollen Content. Doch seht ihr den Unterschied zu früher? Irgendwas läuft nicht richtig und es wird Zeit, etwas zu ändern. Dementsprechend muss ich folgende Maßnahmen wieder eingreifen, und zwar wird es Zeit, mit YouTube aufzuhören. Nein, Spaß, Leute, aber guckt euch mal die letzten Videos genau an. Mobilisiert euer Gehirn und konzentriert euch wirklich auf das einzig Wichtige bei den Videos. Die Views. Wo sind die Views hin? Sind sie hier? Sind sie da? Sind sie hier? Oder doch da? Nein, Leute, sie sind nirgendwo, sie sind einfach verschwunden. Wo seid ihr hin, Leute? Sind meine Thumbnails zu hässlich? Bin ich zu hässlich? Bin ich einfach zu unlustig? Okay, das kann vielleicht sein. Doch das Wichtigste ist, wo sind die klickgeilen Titel? Leute, an die, die mich schon etwas länger kennen. Früher immer klickgeilen Titel gehabt und das lief mit den Views. Heute mal ausnahmsweise normal geblieben, kein klickgeilen Titel unter 500 Leute weniger. Wo seid ihr hin? Mein letztes Video, Aufwand von 4 Stunden. Wo sind die Views? Hallo? Hallo? Nein, Spaß, eigentlich ist mir das scheißegal, wie viele Views das hat, aber ich brauche ein lustiges Intro. Wahrscheinlich lustig. Musik und cooles Intro abspielen in 3, 2, 1. Ich habe euch verarscht. Und jetzt kommt das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian Aka Kilian. Ich wollte ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Doppeltem ist wieder am Start. Und ja, Leute, heute, wer kennt es, also als wenn ich mal kein Thema habe, doch, obwohl ich habe heute sogar ein Thema. Und das Thema ist, was für Spasten es eigentlich in der Call of Duty Community gibt. Ich zock eigentlich so ziemlich gar keinen Call of Duty mehr, für die, die mich gerade noch aktiv verfolgen mit meinen Battlefield-Videos. Ja, die gerade noch meine Videos schauen, obwohl ich inaktiv war. Grüße gehen raus an euch, ich liebe euch. Die wissen das natürlich, dass ich kein Call of Duty zocke, aber ich bin in Facebook noch in diesen ganzen Scrim-Gruppen drin und so. Und falls jemand von euch in den Scrim-Gruppen ist, ja, und das kennt, dann bitte, erklärt mir mal eins. Das sind manchmal so richtige Faggots, und mit richtigen Faggots meine ich so richtige Faggots, die irgendwelche Namen auflisten. Man kennt einfach gar keinen von denen. Die schreiben dann, wer ist der Beste in der Community? Und dann schreiben die den Namen hin. Ich habe jetzt vielleicht ein paar Screenshots, aber ich kann die Namen jetzt nicht auswendig. Irgendwie Namen wie, ich scaffe mehr als du und so. Und dann sind da so 50 Namen aufgelistet. Und alle Leute in den Kommentaren so, nein, der Bananensaft, der ist viel besser als ich scaffe mehr. Und du bist ein Hurensohn und ich bin der Beste. Und nein, der Typ ist voll schlecht. Leute, ihr seid alle unrelevant. Keiner kennt euch. Und wenn jemand von euch jetzt hier von meinen Viewern das immer schreibt, ja, ich weiß nicht, was das für eine Community ist und ob die bekannt sind. Aber selbst wenn, es juckt einfach niemanden, wer von denen angeblich besser sein soll. Es fuckt mich so dermaßen ab. Ich gehe auch gar nicht raus aus den Gruppen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Ich sehe jeden Tag dieses, wer ist der Beste außer Com, eurer Meinung nach? Ich habe keine Ahnung jetzt, ob das irgendwie mit Com, ob das jetzt irgendwie so eine ESL, also so eine Pro League-Kacke ist. Aber ich glaube nicht, dass in der Pro League so, ich scaffe mehr als du heißen. Also bitte, hört auf damit oder erklärt mir, was dieser Scheiß soll. Ich raste da so dermaßen aus an meiner Käufisch. Und jeder, der das schreibt, also nee, das Schreiben ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber jeder, der in den Kommentaren denn so einen auf, ich bin der Beste, und wir müssen alle zugeben, die COD gezockt haben, wir haben das alle mal gemacht. Jeder, der das macht, darf ich bitte abonnieren, weil ich habe so einen Hass auf diese Leute. Auch wenn ich selber mal so war. Also eigentlich kann ich es verstehen, aber trotzdem, ich hasse es so extrem. So, übrigens, heute im Hintergrund ist, glaube ich, sogar Call of Duty. Props genau aus nämlich kein Battlefield. Das kommt wieder nächstes Mal für die neuen Leute, die mich abonniert haben wegen Battlefield. Nächstes Mal kommt wieder Battlefield und es kommt auch ein richtig auf. Also der Guide, den ich rausbringe, kann für jeden interessant sein. Und für die Leute, wenn das Video jetzt hier mehr Views bekommt, keine Ahnung, schaut euch bitte mein letztes Video an. Ich muss ein bisschen battlen oder so. Das ist die einzige Werbung, die ich hier mache, weil es war echt mega viel Arbeit und ich finde es gar nicht so schlecht. Also, wenn ihr Lust auf Live-Zocken habt, mit ein bisschen zusammenschneiden und ein paar, ja, ihr wisst schon, so Memes und ja. Tot. Was? Können wir das bitte mal im Replay sehen? Ich glaube, da hat jemand Hacks. Ganz viel Hackfleisch. Mal gerne vorbei, weil das hat echt noch weniger Aufmerksamkeit bekommen als vorher, was auch nicht schlimm ist, aber ich meine nur, falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut es euch einfach an. Ja, Leute, das waren jetzt schon wieder 3 Minuten, das war ein bisschen kürzeres Video. Wenn ihr das gerade seht, wenn es hochgeladen wird, könnt ihr euch freuen, weil ich bin gerade 9 Stunden am Arbeiten und habt die Laune des Todes. Ja, ansonsten wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag und ich weiß, es ist ein kurzes Video, aber ich musste mich einmal kurz auskotzen, was das eigentlich für passt. In dieser Facebook-Gruppe sind, ja. Grüße geht raus an euch. Ich liebe euch. Ausnahmsweise mal nicht. Ich bin ausnahmsweise echt ein bisschen piss, weil das fuckt mich mega ab, dass ich jeden Tag 1000 Milliarden Kommentare sehen muss. Davon. Hashtag World First Problem. Ich könnte es auch einfach ignorieren und aus den Facebook-Gruppen rausgehen für die Leute, die das sagen, aber nee. Nee. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Video ging klar. Ja, ansonsten wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Penis.